Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieser Spezialmanufaktur. Was machen wir heute? Den Seat. Gucken wir uns mal an, das Ding. Bisschen Alcantara, weil er Alcantara Sitze hat. Gelochtes Leder, rote Markierung, der ganzen Scheiße. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir haben einiges an Projekten in nächster Zeit. Weihnachten steht vor der Tür. Meine Intention ist es, und das erzähle ich jetzt bloß euch. Das müsst ihr euch geben, Digga. Ihr wisst, ich baue verrückte Lenkräder. Aber das wird ultimativ. Ich werde den Kranz transparent versuchen herzustellen mit einem Hohlraum. Da so einen kleinen Jahrmarkt reinmachen. Weihnachtsmarkt. Und dann werde ich das versuchen zu beleuchten und dann Wasser reinfüllen und dann so Schneekugeln. Und immer wenn du das Lenkrad drehst, dann ist es wie so eine Schneekugel. Was, Bruder? Der war jetzt in der Chaoswerkstatt. Der BMW für BMW mich. Ist für dich. Nee, warte mal, der BMW ist es nicht. Wir haben noch den anderen. Irgendwo ist hier noch ein anderer scheiß BMW. Laura, ist es der, wo das hier abgegeben hat gestern? Ja. Hast du mit dem Auftrag aufgeschrieben? Ja. Keine Markierung, komplett Alcantara, Anthrazit, Naht, Silber. Zerleg's mal und guck mal, ob das Ding eine Heizung hat. Edgar, was geht? Hab ich heute Besuch? Was läuft hier? Nichts, einfach nur besuchen. Ist ein geiler Typ, Alter. Ich will ein Weihnachtslenkrad bauen. Und wenn du das Lenkrad drehst, ist es wie so eine Weihnachtskugel. Das ist eine mega Idee. Ja. Mittlerweile ist auch ein Opel angekommen hier. Hier darfst du die Leute natürlich nicht filmen. Hier. Hallo, die Dame. Rohrmarkierung Türkis, ja? Alcantara, Lochleder und Glattleder. Alles klar. Kriegen wir hin? Machen wir doch gerne. Also du wolltest einfach nur so zum Labern kommen, oder was? Einfach so mal gucken, wie es geht. Sind wir gleich scheiße bei mir. Ich habe ein Problem mit meinem Kompressor. Der spackt irgendwie rum. Kackventil hier. Kannst du die Fresse halten? Ah! Auch ab und zu entwässern, gell? Warum sind Sie so klug? Ich bin so geboren. Was wollen Sie von mir? Verpiss dich! Ja, verpiss du dich doch, Alter! Mach das Ding dir auf morgen fertig. Trust me, ja. Baby. Trust me, please. Findest du, dass ich hyperaktiv bin? Das ist die Frage, die du mir stellst. Natürlich. Ich habe letztens von der Dr. Scherer ein Interview gesehen, wo sie über mich was erzählt. Und das finde ich die allerletzte Kanone. Der einen Patienten wirklich vor Jahren, das war sehr, sehr eindrücklich, einer der ersten, die prägen sich ja besonders ein, der mir gesagt hat, er hat als Kind sich schon morgens Schnaps in die Milch reingemischt, um überhaupt die Schule durchzuhalten, um ruhig zu bleiben. Hammer. Mhm. Was ist aus dem geworden? Er war dann ganz erfolgreich. Was ist dein Problem? Mein Problem ist, dass ich dir ein Werkzeugkästle mache. Okay? Für was? Damit du dein Werkzeug nicht verlierst, weil du jedes Mal eine halbe Stunde Arbeitszeit verschwendest, damit dein Werkzeug zu suchen. Also habe ich dir das Cashle gemacht und trotzdem liegt das Werkzeug da. Durch Chaos entsteht Ordnung. Ich nehme mir eure Tipps an, nichtsdestotrotz fehlt wieder ein Schlüssel. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich kann das. Das ist doch nicht normal, Alter. Ja, vielleicht liegt er im Auto. Ein neues Fach einfallen, Alter. Und ich mach's doch wann anders. Hallihallo, haben wir noch einen Audi, haben wir auch noch, gell? Mhm. Thorsten, was ist deine Karre, oder? Ja. Was hast du reingesteckt in den Bock? Ach, genug. Willst du nicht sagen, oder was? Krieg ich jetzt nicht zusammen. Ach so, ist kein Problem, Thorsten. Ich krieg auch nichts mehr zusammen bei dem ganzen Alkoholkonsum. Und dann machen wir ein bisschen Alcantara, ein bisschen Lochleder und den ganzen Scheiße, oder? Genau so machen wir das. Okay, TTRS oder? Oder nee, TTS? Nee. Oder noch? Ganz normaler TTR, Mann. Und das sind so getuned, Digga. Oh Gott. Mein Gott, echt. So, man sieht sich, Freunde. Ciao. Das Lenkrad ist auch ready, eingebaut. Robin, du geiler Typ, Alter. Hüpf mal rein in die Möhre, komm. Ich am Arsch. Eingehen, bezahlen und dann verpiss dich, Junge. Ja. Das Opel ist auch ready. Eigentlich nach vorne, aber... Ja, hab's gemerkt. Cool, oder? Mega, genauso wie wir es wollten. Ja. Danke. Hat sich gelohnt. Gerne, gerne, gerne. Macht mir immer Spaß hier. Und jetzt piss dich. So, Audi-Lenkrad auch. Oh, Digga, meine Stimme. Thorsten, Lukas, was läuft hier? Thorsten, was stellst du denn da ein? Jetzt zieh doch das Ding ab, du. Nach vorne. Ja, voll geil. Ja? Richtig Bombe. Gucken wir uns mal an hier, zeig mal. Mit dem Alcantara, mit dem Weiß so. Richtig, da. Weiße Markierung. Sehr gut gelungen. Ja. Gutes Geschenk gewesen. Ja, also, diesmal. Also, sind wir hier auch ready, Alter. So, Leute, ziehe ich euch noch ganz kurz ab. Dann könnt ihr euch hier verpissen. Kein Bock mehr auf den Scheiß. Leute, wir sehen uns. Bis zur nächsten Folge.